Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Update zum Thema Mund-Nasen-Bedeckung. Ich hatte in den letzten 2 Jahren schon so 2, 3 Videos zu diesem Thema gemacht und habe erklärt, dass ich versuche zu vermeiden, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und wie ich das mache. Es ist nicht so, wie manche meinen, dass ich eben die Maske weglasse und einfach so ohne Maske irgendwo rein spaziere. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da gar keine Lust auf irgendwelche Diskussionen. Bei mir ist es eher so, ich vermeide überhaupt eine Maske zu tragen und gehe eben einfach nicht mehr so oft einkaufen. Es ist ja mittlerweile auch so, wenn man in normale Geschäfte gehen möchte, da gibt es ja so eine gewisse Regelung und ich sehe es auch nicht ein, mir einen Pieks geben zu lassen, um irgendwo einkaufen zu gehen. Und deswegen, das machen viele andere auch, werden eben gewisse Dinge online bestellt. Ich habe ja das Glück, seit vielen Jahren hier bei einem regionalen Bauern eine Biokiste mit wertvollen biologischen Lebensmitteln bestellen zu können, aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Und das erleichtert natürlich die ganze Sache, weil ich jede Woche mit frischen Lebensmitteln versorgt werde. Da kann ich zum Beispiel auch mal ein Dinkelbrot für meine Jungs mitbestellen oder Hirse, das ganze Getreide zum Keimen oder verschiedene andere Sachen, die eben ab und zu von uns gebraucht werden. In den letzten Wochen habe ich irgendwo unter einem Video folgenden Kommentar gelesen: Wie ist der aktuelle Stand? Hast du es bisher ohne einziges Mal FFP2-Maske geschafft? Und da habe ich mir gedacht, das ist perfekt, da mache ich mal wieder ein Update-Video. Also ich habe es bisher nicht geschafft, Mund- und Nasenbedeckung nicht zu benutzen, aber ich reduziere es sehr, sehr stark. Und ich muss sagen, ich trage die Maske oder die Mund-Nasenbedeckung so, so wenig, dass es für mich immer noch befremdlich ist. Also ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt, weder daran, Menschen mit der Mund-Nasenbedeckung zu sehen, noch selbst sowas tragen zu müssen. Für mich ist das immer befremdlich. Und seit Ende Dezember letzten Jahres haben wir ja auch hier in Sachsen eine Pflicht zur FFP2-Maske und das ist für mich ja noch befremdlicher, weil da bekomme ich ja nun noch schlechter Luft. Also da vermeide ich noch mehr das Tragen dieser Mund- und Nasenbedeckung. Es lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber ich versuche es wirklich stark zu reduzieren. Wenn es irgendwo eine Örtlichkeit gibt, wo ich sowas tragen muss, dann überlege ich mir wirklich sehr gut, ist das wirklich notwendig und wenn nicht, dann vermeide ich es einfach und warte darauf, dass bessere Zeiten kommen, dass der ganze Irrsinn endlich mal vorbei ist. Ich möchte euch noch vom letzten Sommer berichten. Wir hatten ja hier das Privileg in Sachsen für 2, 3 Wochen. Da war diese Mund-Nasen-Bedeckung, also diese Pflicht dafür, war nicht mehr gegeben. Das war dann freiwillig. Ja? Und ich war zu dieser Zeit gerade im Erzgebirge in meiner Heimatstadt. Und ich wollte in eine Art Schreibwarenladen für meinen Jüngsten irgendwelche Schreibutensilien kaufen. Und wir sind da noch mit Maske rein, also mit so einer medizinischen Maske. Und dann stand die Verkäuferin ohne Maske da und strahlte uns an. Ihr braucht die Maske nicht mehr zu tragen, ihr könnt die absetzen. Und wir, was, wie, wo, was? Weil ich schaue ja kaum Medien, also vor allem auch nicht Mainstream. Und da haben wir das überhaupt nicht mitbekommen. Und da haben wir natürlich ganz freudig unsere Maske runtergerissen. Und da waren wir dann auch nochmal anschließend im Supermarkt einkaufen. Da gibt es übrigens auch viele Bioprodukte, auch vegane Produkte. Und das war so schön, ja. Ich hatte das Gefühl, so 95% haben die Maske weggelassen, ganz wenige hatten sie unter der Nase und wirklich ganz, ganz wenige haben sie wirklich getragen. Also es war so schön, die Menschen haben miteinander geredet und sich angelächelt. Das ist ja auch so, gerade im Winter, man sieht ja von den Menschen kaum noch was. Sie sind alle so eingemummelt mit Schal und Mütze. Man sieht eigentlich nur die Hände und die Augen. Ja? Und also es ist immer weniger, man sieht auch niemand mehr lächeln. Die ganze Mimik und Gestik, das finde ich wirklich also sehr, sehr anstrengend. Ja, jedenfalls habe ich mich damals gefreut und habe das genossen, die paar Tage, wenn wir mal irgendwo waren. War jetzt nicht so, das ist ja nicht so, dass wir jeden Tag da einkaufen gehen, aber ich fand es wirklich sehr befreiend, wieder die Menschen im Geschäft, also gerade wenn man mit Fremdmenschen in einem engeren Raum ist, dass man die einfach wieder lachen sieht und ja, dass sich alles wieder ein bisschen mehr öffnet. Tja, ein paar Tage später war ich wieder in Leipzig, bin dann hier um die Ecke in den Supermarkt, da gibt es auch immer viele Bio-Lebensmittel, weil ich noch warten musste, bis meine Bio-Kiste kommt. Und da musste ich dann doch mal frische Lebensmittel einkaufen. Ich komme dann in den Supermarkt rein, ich habe gedacht, ich bin im Paralleluniversum. Da war es genau umgedreht. Ja, 95% der Maske getragen, 5% nicht. Und dann habe ich eine Mitarbeiterin des Supermarkts, die gerade Regale eingeräumt hat, gefragt, sagen Sie mal, das ist doch jetzt gar keine Pflicht mehr. Und sie hatte auch keine Maske auf. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht weil wir hier so nah an Sachsen-Anhalt sind. Und es ist ja auch so, die Pflicht war schon 4, 5 Tage keine Pflicht mehr. Also es ist nicht so, dass es erst am Tag vorher war. Und trotzdem trugen die meisten noch ihre Maske. Und ich habe mir dann auch von einer Freundin berichten lassen, die in ganz Leipzig so ein bisschen unterwegs war. Das war wirklich fast in ganz Leipzig so. Ne? In gewissen Stadtteilen war es ein bisschen weniger, aber wirklich ein Großteil hat die Maske noch getragen. Ja? Und das fand ich wirklich befremdlich. Und da frage ich mich auch, wenn der ganze Irrsinn mal vorbei ist, ist es dann wirklich für alle vorbei? Und werden dann manche
vorsorglich einfach weiter ihre Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ja auch keine ökologische Sache, wenn man sich nur mal anschaut, wie die hergestellt wird und weltweit, was es da für eine Verschmutzung an Masken gibt, weil die einfach in der Natur liegen, irgendwo rumliegen, ja, auch Tiere mittlerweile schon Gefahr laufen, sich mit der Maske zu schädigen. Also das wird überhaupt nicht groß thematisiert, weil wir haben jetzt diese große, große Gefahr. Und das finde ich schon wirklich auch sehr fragwürdig. Und es ist auch eine Sache, viele Menschen werden jetzt auch gezwungen, die Mund-Nasen-Bedeckung nicht mal kurz zum Einkaufen zu tragen, vor allem auch in Schulen, die Kinder den ganzen Tag oder mehrere Stunden am Tag. Und da frage ich mich, was ist denn die Langzeitwirkung? Was macht das mit den Lungen von Heranwachsenden oder auch von Menschen, die da auch sehr empfindlich sind, ja, die vielleicht vorher total oder relativ gesund sind, aber dann durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wirklich längerfristig geschädigt werden. Und da gibt es für mich auch keine große Aufklärung. Und wenn man sich anschaut, was echte Gesundheit bedeutet und dann sieht, was uns hier im Außen präsentiert wird, ist das ja auch der reine Wahnsinn. Ich meine, wir werden seit Jahrzehnten mit Giftstoffen, Schadstoffen, Schwermetallen konfrontiert und denen ausgesetzt. Und es gibt kaum jemanden, der nicht damit belastet ist. Auch Mikroplastik ist ein Thema, ja. Also kein Mensch oder kaum Menschen, vor allem hier in dieser Zivilisation, sind noch wirklich 100% gesund. Ja, auch Glyphosat hat man untersucht. Gibt zum Beispiel auch Mütter, die stillen ihre Kinder und es ist Glyphosat oder Giftstoffe in der Muttermilch. Das kann ja nur nicht sein, ne? Also es geht hier wirklich in diesen Strukturen, in denen wir gerade leben, nicht wirklich um echte Gesundheit. Weil wenn der Körper richtig gesund ist, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Seele, auf den Geist. Und wenn die Seele auch richtig gesund ist, frei von Traumatas, wenn wir uns wirklich frei entfalten können, unser Potenzial, dann würden wir jetzt nicht in diesen Strukturen leben, wie wir leben. Wir würden uns das gar nicht gefallen lassen, uns so nach unten zu drücken und so zu täuschen und uns so zu manipulieren. Kürzlich habe ich auf Telegram gelesen, da ging so eine Nachricht rum, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das veröffentlicht hat. Es ging um eine Studie, die besagt, dass immer mehr Menschen, andere Menschen, die eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, attraktiver finden als Menschen ohne Mund- und Nasenbedeckung. Da frage ich mich dann auch manchmal, bin ich im falschen Film? Bin ich im Paralleluniversum? Wollen die uns veräppeln? Also ich fühle mich da richtig veräppelt und denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja? Und das wird einfach immer lächerlicher, ja, die ganzen Meldungen. Und ich würde euch auch raten, so wenig davon zu konsumieren. Das ist wirklich so ein Paralleluniversum. Konzentrieren wir uns auf das Neue, was wir schaffen wollen, wo es um echte Gesundheit geht, um echte Wahrheit, um echte Freiheit. Und da kann man eigentlich diesem C-Thema auch ein bisschen dankbar sein, weil immer mehr Menschen sich jetzt fragen, was geht denn hier eigentlich vor? Zwar geht es vielen Menschen auch erstmal um diese C-Thematik, aber es gibt doch immer mehr Menschen, die generell fragen, in welchen Strukturen leben wir? Ist das jetzt erst so seit 2 Jahren oder war da vorher schon einiges im Argen? Und das ist eine große Chance, einfach einen gewissen Aufwachprozess anzustoßen und gewisse Dinge aufzurollen, aufzuarbeiten und auch neue Strukturen zu schaffen, die uns Menschen dienen, die der Natur dienen und vor allem auch, die den Tieren dienen, ja, wo es keine Ausbeutung, kein Leid mehr gibt. Das würde ich mir zumindest für die Zukunft wünschen. Im zweiten Teil dieses Videos gebe ich euch wieder mal ein paar Einblicke, was mich gut versorgt. Also wie ich es vermeiden kann, kaum eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu müssen. An erster Stelle steht natürlich meine Biokiste. Ich bekomme seit vielen Jahren eine Biokiste von einem regionalen Bauern. Und der Vorteil an dieser Biokiste, ich kann mir den Inhalt selber zusammenstellen. Und es sind natürlich immer viele regionale und deutsche Lebensmittel dabei. Einige auch aus dem europäischen Ausland und selten mal auch Lebensmittel aus dem außereuropäischen Ausland. Was immer so schön ist über das Jahr, es gibt einfach so eine enorme regionale Vielfalt. Und so können wir uns einfach gut mit wirklich frischen, hochwertigen Lebensmitteln versorgen. An zweiter Stelle steht bei mir meine Sprossen- und Mikrogrünzucht. Ich liebe es, diese Sprossen und das Mikrogrün zu ziehen und dann zu ernten. Das ist einfach so schön zu sehen, von Anfang bis Ende, was da entsteht. Und wir versorgen uns damit wirklich mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln, die auch viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Chlorophyll in sich haben. Also ich genieße das schon seit vielen, vielen Jahren, meine Lebensmittel teilweise selber zu ernten. Und da gibt es auch eine ganz, ganz große Vielfalt. Man kann so viel Mikrogrün ziehen und so viele verschiedene Sprossen. Und ich bin da immer beseelt. Und das ist immer so eine ganz besondere Verbindung zu seinem Essen, wenn man das Essen selber zieht und hegt und pflegt und sehr liebevoll damit umgeht und auch sehr mit Achtsamkeit die Pflege vonstatten geht. Aktuell wächst bei mir zum Beispiel Grünkraut aus Erbse und Sonnenblumenkernen oder verschiedenes Mikrogrün, zum Beispiel Rotkohl, Zwiebel, Radieschen, Grünkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Koriander, Rettich, Mizuna, Pak Choi,
Basilikum, Sellerie, Möhre und Fenchel. Und in anderen Regalen am Küchenfenster und in einem Wohnzimmerfenster wächst noch Chia, Kresse und Leinsamen, also alles Mikrogrün. Und in der Küche, da wächst noch Sonnenblumengrünkraut und Rettich. Also ihr seht eine große Vielfalt und das schmeckt auch wunderbar. Man kann sich so einfach sehr gut mit frischen Lebensmitteln versorgen. An Sprossen wachsen bei mir gerade folgende: Rotklee, Radieschen, Rotkohl, Kohlrabi, Pak Choi, Kamut, Roggen, Weizen und Hafer. Und in Kombination mit dem Inhalt meiner Biokiste fühle ich mich so sehr gut versorgt. Zubehör für eine erfolgreiche Sprossen- und Mikrogrünzucht findet ihr im Microgreen Shop. Ich verlinke euch die Seite unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Dort findet ihr Anzuchtschalen, Anzuchterde, Kokoserde, Hanfmatten, wirklich sehr gutes keimfähiges Saatgut für die Mikrogrün- und Sprossenzucht, verschiedene Sprossengläser in verschiedenen Größen und auch ein Kressesieb. An dritter Stelle stehen für mich die Wildkräuter. Wir können uns das ganze Jahr gut mit Wildpflanzen versorgen, auch wenn die Vielfalt, die Auswahl im Winter natürlich eingeschränkt ist. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten Furimiere gefunden, Schafgarbe, Taubnessel, Brombeere, also Brombeerblätter und Hagebutten. Und ich habe schon im letzten Video gezeigt, es gibt hier schon den ersten frischen Bärlauch. Ich habe auch schon ganz jungen Girsch entdeckt. Jetzt geht es auch wieder los mit der Wildpflanzenzeit. Und es ist einfach schön, rein ins Leben zu gehen und da sein Essen zu sammeln. Also wenn es auch nur einen kleinen Anteil ist, aber die stärken uns einfach. Und wir sind auch noch draußen in der Natur, drinnen in der Natur. Ihr merkt, das sind auch so gewisse Konditionierungen. Das dauert ein bisschen. Man muss sich da immer sehr bewusst machen, dass wir ja, wenn wir in der Natur sind, im Leben sind, dass wir rein ins Leben gehen, rein in die Natur reingehen und wenn wir raus aus dem Leben gehen, dann eben in eine Wohnung oder in ein Haus, das habe ich ja schon in meinem letzten Video erklärt, das finde ich auch so eine schöne Begrifflichkeit. Also wir sind dann drin im Leben, drin in der Natur, können uns erden, können uns entspannen und für mich ist das auch immer so ein bisschen wie Meditation, dann mir so ein paar Wildpflanzen zu sammeln. Ich sammle ja nicht immer alles auf einem Fleck, sondern mal dort ein Pflänzchen und das ist immer sehr wunderbar. Manchmal versuche ich mich auch einfach eins zu sein mit allem und mich da so ein bisschen zu verbinden und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da die Wildpflanzen sammeln darf und bedanke mich dann wirklich auch bei den Wildpflanzen, so skurril das vielleicht für manche klingen mag. Zwei Dinge habe ich fast vergessen, die auch dazu beigetragen haben, dass wir uns im letzten Jahr gut mit frischen Lebensmitteln versorgen konnten. Das war zum einen der wunderbare Selbstversorgergarten von unserer lieben Freundin Fanny. Sie hat uns wirklich von Frühjahr bis in den November hinein mit frischem Gemüse, Kräutern und Obst versorgt. November, Oktober gab es dann viele Äpfel von den Streuobstwiesen, auch vielfältiges Gemüse den Sommer über, Tomaten, Gurken, Salat, rote Beete, Möhren. Wir konnten dann immer im Garten selber miternten. Das war immer wirklich eine große Freude. Und zum anderen gibt es dann noch Jurassic Fruit. Da gibt es reife Früchte, Trockenfrüchte und Nüsse in Rohkostqualität. Da habe ich auch ab und zu bestellt und uns ein bisschen mit Früchten, eben Trockenfrüchten und Nüssen eingedeckt. Wenn ihr euch für die Produkte von Jurassic Fruit interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen dazu unter diesem Video und ich freue mich über regen Austausch. Hinterlasst mir gerne auch eure eigenen Erfahrungen mit der ganzen Situation. Wie macht ihr das mit dem Einkaufen? Vermeidet ihr das auch so gut wie möglich oder macht es euch nicht so viel aus? Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Mut, ganz viel Zuversicht und ein unerschütterliches Vertrauen, dass alles gut wird. Bis bald.